Herzlich willkommen zu einer kleinen Bonusfolge. Ich habe das Spiel jetzt schon seit 3 Tagen durch, aber ich habe mitbekommen und mir ist gerade aufgefallen. Ich wollte es gerade auf New Game Plus starten und mir ist aufgefallen, es gibt einen alternativen Beginn in dem Spiel. Nicht so wie damals mit einer Zwischensequenz, das Schiff stürzt ab und das war's. Nämlich, es fängt einfach anders an. Ich zeig's euch einfach mal. Was wäre, wenn Maschinen rein wären? Ein grundlegendes universelles Konzept, ohne Werte oder Ziel. Aber weil sie von Menschen gebaut wurden und damit all deren zahllose Fehler erben mussten, wie könnten Maschinen je besser sein als wir? Ich nehme an, das Gespräch kennen wir schon. Ich nehme an, es hat wahrscheinlich was damit zu tun, mit dem, da wirst du es durch haben. So. Genau, jetzt geht's schon los, Leute. Damals gab es noch eine Zwischensequenz, sofort mit dem Flugzeugabsturz. Aber wir dürfen sogar im Flugzeug drinnen sein, nämlich so. Mit den geilen, bösen Augen. Machen. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Unser Flug Nummer 221 nach Jericho City wird in Kürze landen. Wir sind zurzeit in einer Höhe von 35.000 Fuß mit einer Reisegeschwindigkeit von knapp 2.000 km/h unterwegs. Wenn das Wetter mitspielt, können Sie bei unserem Landeanflug eine bezaubernde Aussicht auf die Stadt genießen. Ich werde mich vor der Landung noch einmal bei Ihnen melden. Dieser rote Schleier, der stört irgendwie. Na. Okay. Ich würde mich als... Hi. Ich würde mich irgendwie bedroht, wenn jemand hier rumläuft mit solchen lila Augen. Sie das nicht verstehen? Ich habe Flugangst. Das ist ein Stofftier, okay? Das beruhigt mich. Bleiben Sie in Ihrer Kabine und genießen Sie die Aussicht. Entschuldigung, kann ich bitte mein Stofftier zurückhaben? Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, verweisen Sie mich bitte an Ihren Erziehungsberechtigten. Sie können nach unserer Ankunft ein Formular für die Rückgabe Ihres Spielzeugs einreichen. Haben Sie einen guten Flug. Wow. Können Sie das nicht verstehen? Ich habe Flugangst. Ihr negatives Verhalten wurde protokolliert. Alles klar. Haben Sie einen schönen Tag. Genial, danke. Ich weiß schon, wen ich das nächste Mal frage, wenn ich in der Klemme sitze. Wie heißt du? Ich bin Athena. Athena Gutenberg. Ich kann's nicht ab, allein zu fliegen. Nicht, dass ich mich nicht längst dran gewöhnt hätte. Reist du ganz alleine? Ich werde in Jericho City von meinem Großvater abgeholt. Ich bin ein bisschen gespannt. Wird aber auch etwas seltsam sein. Hab ihn seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in echt. Nur in den Nachrichten. Dann einen schönen Flug. Ja, dir auch. Ach, und danke für deine Hilfe. Was ist denn jetzt los? Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Sieht aus, als seien wir in leichte Turbulenzen geraten. Bitte bleiben Sie ruhig und auf Ihrem Platz. Wir sind bald aus dem Gröbsten raus. Okay, bitte kehren Sie unverzüglich zu Ihren Plätzen zurück. Wir haben ja anscheinend ein... Oh Gott, was ist das denn? Das kommt genau auf uns zu. Ausweichmanöver! Sofort! Ah! Okay. Den Satz kennen wir noch aus der Zwischensequenz. Oh, es hat eine Nieten auf der Haut. Ist das schon der Schwarm, den wir da sehen? Okay. Jetzt kommt immer näher. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Nein, es ist hinter uns her. Es holt auf. Sieht aus wie so ein Boss aus Resident Evil. Hiddleston. Sie sollten ja raus, ne? Schon. Hilfe!
Aber folg uns einfach. Mondlandung abgebrochen. Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Leuchtstreifen auf dem Boden. Rettungszone. Okay. So sieht man gar nicht die Nieten. Das war ja im Schiff drin. Hey, da war der Funke. Ach, es sind so schreckliche Erinnerungen. Dieser Funke, den Funken da hochzuklettern, oh Gott. Oh. So, passiert jetzt noch was anderes oder war's das schon? 2 Minuten später. Medizinischer Report TS1. Die Wahnvorstellungen unserer Spezialpatientin halten seit Wochen an. Wieder und wieder scheint sie die gleichen traumatischen Erinnerungen an Flug 221, ein Mädchen und irgendeine Art Anomalie zu haben. Pass auf! Aber das ist unmöglich. Der Flug hatte nur einen Überlebenden. Habe ich immer noch meine geilen Augen? Komm, guck mich an, Baby. Pass auf! Es wird dich umbringen! Oh ja. Das sieht doch geil aus. Okay. Dann wird sich wahrscheinlich ab hier nichts mehr weiter ändern. Unsere Ausrüstung werden wir dann wahrscheinlich kriegen, sobald wir es durch haben. Alle Gefangenen bleiben in ihren Zellen. Wachdrohnen sind im Einsatz. Okay, dann war es tatsächlich nur ein alternativer Start, wenn man Lugan Plus spielt. War lustig. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine kurze Folge. Ich dachte, es würde euch vielleicht trotzdem interessieren. Dann, somit bedanke ich mich an allen, die hier zugeschaut haben, bei dieser langen und, ja, wie nennt man das mit sanften Worten? Eine sehr aufregende Reise. Hat leicht meinen Puls zu steigen lassen, ein paar Bosse. Aber sonst, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann sagen, Kaufempfehlung, auf Wiedersehen und...